Also Ziel ist es hier, in dem Hybridparcours mit möglichst wenig Verbrauch zu fahren bei maximaler Geschwindigkeit. Das bedeutet, wir haben hier bei dem Fahrzeug zwei verschiedene Modi. Das eine ist der rein elektrische Modus und das andere ist der Hybridmodus. Und wir fahren hier im Hybridmodus und versuchen auch in diesem Elektromodus dann im Hybridmodus auch zu bleiben. Die rein elektrische Fahrweite ist mit insgesamt 54 Kilometern angegeben. Mhm. Gehen wir mal hier in den Bereich elektrisches Fahren Reichweite. Da zeigt er mir jetzt hier auf dem Navigationssystem den Umkreis von 7 Kilometern an, die ich jetzt noch mit meiner Batterieladung sozusagen elektrisch zur Verfügung habe. Ich habe die Möglichkeit natürlich auch den Fahrbetrieb mir anzuschauen, das heißt, wie viel Kilometer bin ich mit dem Elektromotor gefahren, wie viel Kilometer bin ich mit dem Verbrennungsmotor gefahren, wann hat der Elektromotor dazu geschalten und habe hier dann auch immer die entsprechenden Informationen über meinen Durchschnittsverbrauch. Okay, dann würde ich vorschlagen.